So war es nun beschlossen. Die Elefanten waren das Lösegeld. Wer sollte es schließlich besser wissen als ein Indianer? Sie gingen zu den Huronen. Mein weißer Bruder, Falkenauge, hat den Huronen eine Botschaft gesandt. Wie wir hören, hat er Tiere mit zwei Schwänzen. Ich fordere ihn auf, uns diese Tiere zu zeigen. Ich habe solche Tiere. Vertrauen gegen Vertrauen. Sonst muss unsere Flinte sprechen. Hat mein Bruder Bleichgesicht noch mehr solcher Tiere? Natürlich. Natürlich habe ich mehr. Aber nur ein einziges genügt, um 50 Scalps zu kaufen. Mein Bruder Falkenauge vergisst. Einer der Gefangenen ist ein starker Mann. Vielleicht führt er eines Tages die Armee der Bleichgesichter an. Häuptling, Stärke reicht vielleicht für einen gewöhnlichen Soldaten. Ein General, das ist ein Führer der Weißen, der braucht mehr. Der braucht Besonnenheit und Schlauheit, wie ihr, Häuptling. Und der alte Mann, der andere, der Herr des Sees, er ist ein alter, weiser Krieger. Tom Hatter? Der und weise? Er ist so weise, dass er euch in die Falle ging. Nun, ein Tier mit zwei Schwänzen ist gewiss wertvoller als zwei Scalps von solchen Schafsköpfen. Falkenauge, du bist ein tapferer Mann. Wollen wir beide in Unfrieden scheiden? Gib mir für jeden Gefangenen ein Tier. Ihr habt recht, Häuptling. Streit zu beenden ist ein edles Ziel. Euer Vorschlag ist gut, ich nehme ihn an. Als Beweis meiner Großmut schenke ich euch das Tier, das ihr bereits in Händen haltet, persönlich. Zwei weitere erhaltet ihr für die beiden Gefangenen. Und wenn ihr sie bis Sonnenuntergang zurückgebracht habt, schenke ich euch ein weiteres. Dann habt ihr vier dieser wundersamen Tiere. Der Häuptling der Mingo-Huronen willigte ein und am Abend waren die beiden Gefangenen zurück. Die Mädchen trugen das Abendessen auf, aber es kam keine frohe Stimmung zwischen den Bewohnern der Burg auf. Ich frage mich, ob diese Verhandlungen heute wohl das Ende der Feindseligkeiten bedeuten oder ob die Rothäute bald wiederkommen und neue Streitigkeiten vom Zaune bringen. Nach diesen Worten erhob sich Lederstrumpf und eilte hinaus. Als er wieder ins Innere der Burg kam, brachte er die Antwort auf Harrys Frage gleich mit. Da ist eine Botschaft, die an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt. Dieses Bündel Stöcke mit einem hirschledernen Riemen umwickelt und in Blut getaucht, ist nichts anderes als eine Kriegserklärung. Woher habt ihr das, Wildhüter? Habt ihr die Ruderschläge nicht gehört? Nein, aber er muss doch in der Nähe sein. Den muss ich haben, seinen Skalp muss ich haben. Nein, das ist gegen die Ordnung. Der Bote kam mit einer Fackel. Ganz so, wie es der Kriegsbrauch vorschreibt. Ihm darf nichts geschehen. Harry, bitte, seid nicht so böse. Eben erst seid ihr gerettet worden und schon wollt ihr wieder neues Unrecht begehen. Unrecht? Und was ist diese Kriegserklärung? Ist das denn nicht Unrecht? Was wollen diese Teufel denn von uns? Ich werde es euch sagen. Unsere Scalps. Und dem möchte ich zuvorkommen. Ihr seid ein Heißsporn, Harry. Lasst uns hier auf der Burg alles verbarrikadieren. Wir können uns gegen einen Ansturm der Huronen schon wehren. Ich werde mit Chingachgook hinüberrudern. Wir müssen Watawa aus der Gefangenschaft befreien. So werden wir sie ablenken und sie werden im Augenblick an euch nicht denken. Bereitet hier alles für die Verteidigung vor. Lederstrumpf und Chingachgook ruderten ans Ufer. Schon nach kurzer Zeit machten sie eine Gruppe Huronen aus, die aus etwas mehr als 10 Mann bestand und unter ihnen war auch der Häuptling, gespaltene Eiche. Etwas abseits saß eine alte, hässliche Frau, die keifend vor sich hinschimpfte. Dann bemerkten sie Watawa. Aber sie war in Begleitung eines anderen jungen Mädchens und eines jungen Kriegers. Beide konnte sie nicht loswerden. Im Schutze uralter Eichen kamen sie näher an die plaudernden Squaws heran. Gerade als die Alte sich in das Zelt begeben wollte, kam ein Krieger, reichte ihr einen Krug und befahl ihr, Wasser zu holen. Die Alte schimpfte weiter vor sich hin, fasste Watawa am Arm und zerrte sie hinter sich her. Als sie vom Wasserholen zurückkamen und sich der dicken Eiche näherten, hinter der Lederstrumpf und Chingachgook standen, sprang Lederstrumpf hervor, um der Alten den Mund zuzuhalten. Im selben Augenblick entriss ihr Chingachgook das Mädchen und lief mit ihr den Abhang hinunter, dem rettenden Boot zu. Die alte Frau wehrte sich, sie kratzte und schlug mit Armen und Beinen um sich. Wildtöter brachte es nicht fertig, die alte Frau zu erwürgen. Es gelang ihr zweimal zu schreien, sodass die Krieger Verdacht schöpften. Er sah mehrere dunkle Gestalten auftauchen. Nun blieb ihm keine Wahl mehr.
Es war allerhöchste Zeit, die Flucht zu ergreifen. Er erreichte auch vor den Huronen sein Boot und es gelang ihm, sich vom Ufer abzustoßen, als plötzlich aus dem Dickicht ein Krieger auf ihn stürzte. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Der Hurone sprang ihm sofort nach. Sie kämpften verbissen und hielten sich an den Armen fest, damit keiner an das Messer gelangen konnte. Aber schon nach kurzer Zeit waren die Huronen ihrem Krieger gefolgt und umzingelten den Lederstrumpf. Er ergab sich und die Huronen führten ihn laut triumphierend zum Lagerfeuer. Chingachgook jedoch war mit Watawa entwischt. Häuptling Gespaltene Eiche erkannte den Gefangenen sofort und ein Lächeln umspielte seine Lippen. »Seid willkommen, Falkenauge, im Lager der Huronen. Hier ist ein großes Feuer. Ihr könnt hier eure Kleider trocknen. Nun hört mir gut zu. Ihr lebt bei den Delawaren. Die Huronen sind so gut wie die Delawaren. Mein weißer Bruder spricht immer mit gerader Zunge. Er soll auch von mir gerade Worte hören. Falkenauge lebt seit ein paar Tagen bei der alten Wasserratte, aber er ist nicht ihr Freund. Diese Wasserratte ist nicht weiß und sie ist nicht rot, ist kein Tier und kein Mensch. Wasserratte zieht aus, um indianische Skalps zu sammeln und zu verkaufen. Das tut mein weißer Bruder nicht. Hör zu, du kannst zur Wasserburg zurückkehren. Aber wenn Wasserratte schläft, dann öffnest du die Türen für die Huronen und... Genug, gespaltene Eiche. Das ist Verrat. Dazu bin ich nicht bereit. Wasserratte hat zwei schöne Töchter. Bist du nicht deswegen hergekommen? Er hat zwei schöne Töchter, das stimmt, aber deshalb kam ich nicht hierher. Ich kam her, um Chingachgook zu treffen, den letzten Häuptling der Mohikaner und um ein Delawaren-Mädchen zu befreien. Nur deshalb kamt ihr in unser Lager? Weshalb sonst? Dort drüben an der Eiche gaben wir für Watawa das Zeichen. Welches Zeichen? Wir sprachen die Sprache der Eichhörnchen. Panther, komm her. Falkenauge hat mir die Squaw gestohlen. Er wird sie zurückbringen. Oder sein Skalp wird auf der Stange meines Wigwams hängen. Du irrst, Panther. Falkenauge ist kein Dieb. Die Squaw, die Watawa heißt, gehört einem Delawaren. Er hat sie sich zurückgeholt. Geh fort, Panther. Von Falkenauge kannst du keinen Verrat erwarten. Sein Manitou verbietet ihm das. Es freut mich, dass ihr das einseht, Häuptling. Die Huronen meinen, sie haben einen großen, tapferen Krieger der Bleichgesichter vor sich. Sie werden ihn als solchen ehren. Wird er gemartert, werden seine Qualen so groß sein, dass kein anderer der Weißen sie ertragen kann. Wenn wir dir Freundschaft anbieten, so werden alle unsere Häuptlinge deine Freunde sein. Ich bin euch ausgeliefert. Tut, was ihr für richtig haltet. Falkenauge ist ein tapferer Mann. Und wir lieben seine Geradheit. Wie kommt dieses Mädchen hierher? Hetty, was tut ihr hier? Sagt mir, sind Chingachgook und Watawa in Sicherheit? Ja, beide sind bei uns. Judith hat mich hier gerudert. Ich soll euch frei bitten. Judith will wissen, was sie mit euch vorhaben. Was wird mit euch geschehen, wenn wir euch nicht loskaufen können? Sagt ihr, dass ich diesmal nicht loszukaufen bin. Mein Schicksal liegt jetzt in Gottes Hand. Aber viel wichtiger ist, dass ihr eurem Vater sagt, er soll die Mitte des Sees nicht verlassen. Bald werden euch die Truppen aus der Garnison zu Hilfe kommen. Um Hetty kümmerte sich kaum jemand im Lager der Huronen. Sie war nun schon zum zweiten Mal hier. Man hatte sich an ihren Anblick gewöhnt. Auch hielt man ihren Geist für schwach und schenkte ihr keine Beachtung. Hetty verschwand so leise, wie sie gekommen war, im Gebüsch. Mit einem leisen Psst rief sie Judith und das Boot herbei, stieg ein und sie ruderten weg. Oh Judith, Wildtöter ist so gefasst. Er weiß noch nicht, was sie mit ihm vorhaben. Er ist viel tapferer als Harry March, obwohl der viel schöner ist. Der Wert eines Mannes hängt nicht von seiner Schönheit ab. Aber das verstehst du nicht. Komm, rudere schneller, wir müssen auf die Arche zurück. Das Hausboot lag aber nicht mehr an der alten Stelle. Sie waren zwar an Gefahr gewöhnt, fürchteten sich aber doch, weil sie glaubten, es sei etwas Unvorhergesehenes passiert. Plötzlich erhellte ein Blitz die Landzunge, darauf folgte ein scharfer Knall und zugleich schrie eine Frau gellend auf. Sie suchten das Ufer ab, konnten aber nichts sehen. Doch dann bot sich ihnen ein grausiges Bild. Ein Indianermädchen lag blutend im Gras,
und ein junger Indianer hob es hoch, um es wegzutragen. Wer mochte da geschossen haben? Erst viel später, als sie die Arche endlich entdeckten, erfuhren sie, dass es Harry war, der völlig sinnlos auf das Indianermädchen geschossen hatte. Warum er geschossen? Warum so junges Mädchen einfach tot machen? Warum? Warum? Ihr mir sagen, warum? Ruth heute das nie vergessen. Heute noch, alle Stämme wissen, dass weißer Mann von Wasserburg haben Indianermädchen getötet. Ohne Grund. Nur so. Kein Kampf, kein Krieg, nur so. Huronen werden Rache wollen haben. Wir das alle nicht überleben. Und Wildtöter ist gefangen bei Huronen. Er Weißer. Er wird zuerst büßen müssen für das. Sie ihn werden unter furchtbaren Qualen zu Tode foltern. Sie näherten sich mit der Arche jetzt wieder der Wasserburg, als Chingachgook plötzlich sagte: Nicht nach Burg fahren, Huronen dort. Ich glaube, du siehst Gespenster. Nicht Mingo haben gesehen, nur Mokassin. Da schwimmt tatsächlich ein Mokassin zwischen den Pfählen. Der kann natürlich auch angetrieben worden sein. Hol das Segel ein, Harry. Die Sache müssen wir erst einmal prüfen. Ich fahre mit kleinem Boot hinüber, um Mokassin zu holen und sehen, ob alles ruhig ist. Wenn du willst, Rothaut, okay. Chingachgook ruderte hinüber, fischte den Mokassin aus dem Wasser und stellte fest, dass er einem Huronen gehören musste. Im Boot war alles ruhig. Er ruderte zurück, mahnte aber zur Vorsicht. Hatter und March waren weniger besorgt. Sie fuhren hinüber, und als sie die Falltür unberührt vorfanden, stieg Harry als erster nach oben. Komm nur nach, Tom! Die Burg ist leer. Hier rührt sich gar nichts. Hatter folgte ihm, und es blieb auch eine Minute alles still. Dann aber gab es ein Geräusch wie von einem fallenden Körper. Aber dann kam Leben in die Burg. Ein heftiger Kampf schien sich im Innern abzuspielen. Chingachgook war unschlüssig, ob er da helfen könne, kappte aber das Tau und ruderte hinüber zu den kleinen Booten, in dem die drei Mädchen waren. Das fürchterliche Ringen hielt an. Plötzlich sprang die Tür auf und flüchtend taumelten vier Indianer ins Freie. Ein fünfter flog kopfüber hinterher und blieb betäubt am Boden liegen. Wie ein wütender Löwe kam Harry aus der Tür, nahm einen kurzen Anlauf und beförderte zwei der Indianer in die Fluten. Einen dritten packte er, hob ihn hoch und schleuderte ihn mindestens 10 Meter weit in das Wasser. Er schlug auf einen seiner Gefährten auf und die beiden versanken im See. Nun stand noch einer der Huronen da und erwartete den Angriff. Harry stürzte sich ungestüm auf ihn und die beiden rangen eine Weile. Dann gelang es Harry, das Genick des Indianers auf den Rand des Bootes zu bekommen. Mit einem heftigen Ruck brach er ihm die Wirbelsäule. Da geschah etwas Unvorhergesehenes. Plötzlich wurde ihm von hinten ein Strick um den Hals gelegt und im Nu war er an Händen und Füßen gefesselt. Chingachgook ruderte jetzt mit der Arche auf die Burg zu. Es waren höchstens 3 oder 4 Indianer noch auf der Burg. Kaum war er in Schussweite, als die ersten Schüsse auf die Arche einschlugen. Jetzt mussten die Rothäute laden und das dauerte eine ganze Weile. Denn zuerst musste der Lauf gereinigt werden, dann das Pulver auf die Pfanne getan werden und so weiter. In dieser Zeit waren sie an die Burg herangekommen. Sie waren genau an der Stelle angelangt, wo Harry lag. Chingachgook raunte ihm zu, sich ins Wasser fallen zu lassen, was Harry auch tat. Blitzschnell befestigte der Mohikaner das Tau an der Arche und mit Harry im Schlepp bewegten sie sich fort. Aber da ertönten schon wieder die Schüsse, trafen aber nicht und richteten keinen Schaden.